Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, das letzte Update für dieses Jahr kam und in diesem Video werde ich euch alle Informationen zusammenfassen. Falls ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Channel vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit den ersten News. Als erstes bekommt ihr direkt eine neue Sache, wenn ihr euch einloggt. Und zwar bekommt ihr 50.000 XP komplett kostenlos und zusätzlich noch ein paar weitere Items. Und dann gibt es des Weiteren auch eine kostenlose Challenge, ein neues Challenge-Paket, das wir freischalten, wenn man sich eben halt einloggt. Und zwar nennt sich das Ganze Spy Within Quests und dort gibt es eben halt 4 verschiedene, wo wir auch 4 verschiedene Items freischalten können. Eine Waffenlackierung, Skateboard, eine Musik und dann noch ein Gleiter. Und zwar ist das Ganze zum neuen Spy Within Gold Mansion Modus. Das ist ein Creative Mode, das heißt, den spielt man eben halt im Kreativmodus. Und das ist im Prinzip einfach Among Us in Fortnite, das heißt, man hat dort eben halt wie es wahrscheinlich so aus Among Us kennt, ein Imposter und man hat eben halt andere Crewmates die Tasks machen müssen und so und dann hat man eben halt die Emergency-Meetings und so. Also wirklich genau das gleiche wie Among Us, eben halt nur in Fortnite. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool, wenn man das mit 16 Freunden wirklich dann Lobby voll bekommt. Wenn man es mit Rams macht, ist es wahrscheinlich eh nicht so cool. Auf jeden Fall kann man da schon die ersten kostenlosen Items bekommen. Zusätzlich dazu gibt es im Item-Shop auch direkt eine Aktualisierung und zwar haben wir dort jetzt auch wieder diese ganzen Agenten-Skins, diese Detektiv-Skins zurück. Falls ihr euch natürlich ein solches Skins kaufen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Creator-Code TheAircraft im Item-Shop einträgt. Und es kommen natürlich jetzt auch in nächster Zeit ganz, ganz viele Weihnachtsskins raus. Über die Weihnachtszeit bis Neujahr wird da wahrscheinlich täglich ein neuer Skin rauskommen. Genauso dafür, dann könnt ihr natürlich gerne auch den Creator-Code eintragen. Hier ist einmal ein ganz grober Überblick über die ganzen Skins, die wir erhalten werden. Wir werden unterschiedliche Weihnachtspakete wieder erhalten, also Winterpakete erhalten, unterschiedliche Winter-Skins, wie gesagt. Zusätzlich allerdings zu den Skins, die hier schon aufgelistet sind, werden wir auch wieder kostenlose Items wahrscheinlich in irgendeiner Weise wie letztes Jahr bei 14 Tage Fortnite bekommen und das müssen dieses Jahr glaube ich auch wieder 2 Skins sein, die wir bekommen können, also auf jeden Fall ordentlich was uns jetzt innerhalb der nächsten Wochen noch erwartet. Dann haben sicherlich alle PC-Spieler auch schon bemerkt, dass das Update wieder ein sehr, sehr großes Update war, glaube ich 12 GB oder so ungefähr und teilweise kann es sogar noch größer sein, denn es gibt jetzt eine neue Option und wenn man hier im Launcher ist, dann kann man eben halt, wenn man Fortnite nicht geöffnet hat, hier auf diese 3 Punkte gehen und dann hat man eben halt die Option hier normalerweise, wenn man da bei Fortnite draufklickt und dann kann man nämlich die High Resolution Textures ausstellen und das wären eben sonst nochmal 15 GB, die man zusätzlich dazu installieren müsste und jetzt ist tatsächlich Fortnite nur noch 17 GB groß, wenn man das vergleicht, vor glaube ich 2 Monaten war das 80 GB groß und das ist wirklich sehr, sehr nice. Dass das Game wirklich mal auf eine sehr, sehr geringe Dateigröße geschrumpft ist. Und wie gesagt, High Resolution Textures, vor allen Dingen alle, die Competitive spielen wollen, stellt es einfach aus. Nimmt nur unnötig viel Speicherplatz weg und ihr werdet ansonsten natürlich nicht mehr FPS dadurch in Fortnite bekommen. Das Ganze ist auch im Zusammenhang mit einer neuen Option, die wir jetzt haben. Und zwar hat man ab jetzt den neuen Performance-Modus. Das ist noch in der Alpha, das heißt, dort können eventuell ein paar Bugs auftreten. Und es soll jemand dabei helfen, dass wenn man einen schlechten PC hat, man eben halt noch ein bisschen mehr FPS rausholen kann. Im Prinzip, wenn man das anstellt, muss man natürlich einmal restarten. Aber ansonsten wird hier tatsächlich alles deaktiviert. Also man kann nur noch Textures einstellen. Die View Distance kann man einstellen, Show FPS, VSync kann man anstellen, aber ansonsten ist alles automatisch eingestellt direkt und es wird dann auch so ein bisschen an eurem PC angepasst, das heißt je nachdem was für ein PC habt, werdet ihr dort auch unterschiedliche Grafik da noch bekommen. Auf jeden Fall kann es sein, dass eventuell ihr dadurch noch ein paar mehr FPS bekommt, bei mir bringt es tatsächlich nicht wirklich was, wenn ich das anstelle, aber ihr könnt es auf jeden Fall mal ausprobieren und eventuell bekommt ihr dadurch ja noch ein paar mehr FPS. Auf der Konsole gibt es jetzt auch den 120 FPS Modus, also auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X. Da wird allerdings eine Grafik von 4K auf eine 1440p, also WQHD, runtergestellt. Das heißt, eine etwas geringe Auflösung, dafür immer 120 FPS. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und dann auf der Xbox Series S bekommt man auf 1080p trotzdem immer noch den 120 FPS-Modus. Damit kann man auch endlich mal High Frame Rates auf den Next-Gen-Konsolen spielen. Natürlich für die aktuellen Konsolen, also PS4, Xbox One X, dort gibt es das Ganze natürlich nicht und es wird auch nicht in Zukunft noch reinkommen können. Wir haben auch wieder einen weiteren neuen Modus, der gerade leider nicht drin ist, aber der wird wahrscheinlich im Verlauf des Tages oder morgen irgendwann noch aktiviert. Und zwar ist das der Snowdown-Modus. Dort ist es nämlich so, dass man in eine Runde reingeht und dann immer zwischen unterschiedlichen Modis
geswitcht wird. Zum Beispiel haben wir dort einen Knockback-Modus. Box ich auf jeden Fall, war vorhin kurz drin, jetzt aber leider wieder deaktiviert. Wie gesagt, gibt ein paar Bugs da in dem Modus. Und zusätzlich dazu gibt es auch noch Air Royale, was dadurch geswitcht werden kann bei den Modis. Und das ist wirklich einer der geilsten Limited-Time-Modes, die es überhaupt jemals in Fortnite gab. Und hat sich extrem gebockt, das ganze Spielen. Ich hoffe, es kommt auf jeden Fall zeitnah wieder rein. Müsst ihr einfach abwarten. Wie gesagt, gerade ist es leider immer noch deaktiviert. Es gibt auch noch mal eine weitere Option in den Einstellungen, die ich wirklich seit Ewigkeiten schon erwartet habe und die jetzt endlich im Game drin ist. Nach Edit on Release, auch einer extrem geilen Einstellung, gibt es jetzt nämlich Reset Edits when entering Build Mode. Dadurch kann man nämlich nicht mehr pre-editen, beziehungsweise wenn man ein Piece gepre-edit hat und dann eben halt wieder zu den Waffen switcht und dann wieder zurück in Build Mode geht, dann werden eben halt automatisch die Edits, die man vorher irgendwie gepre-edit hat, die werden dann eben halt gelöscht, wodurch man eben halt nicht mal wirklich pre-editen kann. Auf der Map gibt es soweit erstmal keine großen Changes. Es gibt, glaube ich, einen neuen Boden, der im Colossal Coliseum erscheinen kann. Aber ansonsten gibt es noch nicht wirklich viel Schnee. Aber man sieht schon so ein bisschen, dass sich der Schnee immer erweitert. Bis Weihnachten werden wir die ganze Karte voll mit Schnee haben. Jetzt natürlich ein bisschen komisch, dass überhaupt diese Season Sand reingekommen ist. Aber der Sand wird dann einfach mit Schnee ebenfalls überdeckt. Sieht, glaube ich, dann auch richtig nice aus. So die Mischung aus Sand und Schnee, finde ich, sieht meistens in Videogames echt geil aus. Auf jeden Fall sieht man hier schon, so langsam geht es immer drunter. Der Schnee sieht tatsächlich irgendwie jetzt eher so aus, wie als würde er wegtauen, weil so eher eben halt so ein bisschen matschig der Schnee aussieht. Aber er wird auf jeden Fall über die nächsten Tage jetzt so langsam weiter runterkommen. Man sieht ja auch das Gras so etwas bläulicher schon. Generell die Umgebung ist hier etwas bläulicher und wie gesagt, der Schnee geht so langsam hier auch etwas weiter von den Bergen runter und wird sich dann über die nächste Zeit immer weiter ausbreiten. Es gibt zurzeit, glaube ich, so ein paar Bugs, dass manchmal eben halt der Schnee nicht richtig geladen wird und deshalb manchmal Gras und der Schnee dann so ein bisschen flackert. Das sollte aber wahrscheinlich die nächsten Tage nochmal gefixt werden. Und so wird sich wahrscheinlich jetzt der Schnee eben halt über eine relativ schnelle Zeit hier von hinten, von Catty Corner über Lazy Lake, irgendwann so immer weiter in die Richtung, bis irgendwann an Coral Castle hin erweitern. Bis dann eben halt Weihnachten sollte auf jeden Fall locker alles voll damit sein. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder so etwas wie 14 Tage Fortnite bekommen. Falls es dazu irgendwelche News geben sollte, werde ich euch natürlich wie immer darüber informieren. Und dann hoffe ich, sehen uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.